Ein herzliches Willkommen, lieber Fisch. Herzlich willkommen, wenn du im Sonnen- oder Mondzeichen der Venus oder deinem Aszendenten das Sternzeichen der Fische trägst. Wir gehen jetzt rein in diesen Monat, in den November und gucken mal, was erwartet dich mit dem keltischen Kreuz und dem Seelenreise-Tarot-Deck. Und ich kläre mit den Sonnenfunken-Lenormand-Karten. Alle Karten, die ich verwende, so hauptsächlich verwende, findest du immer verlinkt in der Videobeschreibung. Und was ich dich auch noch gerne, worüber ich dich informieren möchte, im Anschluss an dieses Video, du kennst es vielleicht aus den anderen Sternzeichenlegungen, geht es in die Erweiterung und zwar hier auf YouTube im Mitgliederbereich Stufe 2. Wenn du diese Stufe auswählst, die nennt sich einfach nur Soulmate, stehen dir alle Erweiterungen von sämtlichen Videos zur Verfügung. Und dort gehe ich dann auch tiefer in den Bereich Liebe ein. Es gibt eine Seelenpartnerbotschaft und eine Kraftzahl, die dich unterstützt im November. So, lieber Fisch, wir gucken rein und ich bitte um die Hauptenergien und wir starten mit der Grundenergie. Was ist so das Kernthema der Fische jetzt im November? Das Kernthema der Fische bleibt noch im Verborgenen. Dann machen wir mal weiter aus der Vergangenheit. Welcher Aspekt ist aus der Vergangenheit wichtig zu wissen? Die Gerechtigkeit, das heißt, aus dieser Energie kommst du. In welche Energie gehst du so Mitte November? Zack, okay, wir nehmen die andere Karte. Da ist noch tatsächlich eine zweite rausgefallen. Und das nehmen wir als Bonusbotschaft für diese Entwicklung. Es könnte ein Tipp sein, wie du das erreichst. Beziehungsweise wie du hier gegen Widerstände vielleicht auch, ja, wie du da gut durchkommst. Das ist schon so ein bisschen abzusehen hier, so ein paar Rangeleien, aber nichts Schwerwiegendes. Auf deinem bewussten Feld, in deinen Gedanken, was müssen wir dazu wissen? Okidoki. Dann gehen wir auf die unbewusste Ebene, die emotionale Ebene, die Seelenebene der Fische. Okay, zack. Gucken mal da. Ist wirklich Spiritualität, da ist eine Reise, da ist ein Aufbruch, da ist vielleicht auch wieder Land in Sicht oder die Weite in Sicht, die Weite deiner Seele. Ich habe das Gefühl, deine Seele atmet hier einmal komplett auf und da kommt eine neue Freiheit rein. In welcher Hauptenergie präsentierst du dich? Ja, auch hier, guck mal, die 3, es könnte eine wichtige Zahl für dich sein. Ich bin gespannt, was sich in der Erweiterung zeigt. Das wäre ja natürlich ein Match hier mit einer 3. Was sind die äußeren Einflüsse? Was kommt von außen auf dich zu, lieber Fisch? Was kommt von außen auf dich zu? Gar nicht mal so viel, aber eine Lösung kommt auf dich zu. Okidok, habe ich jetzt schon das zweite Mal gesagt, ne? Nervt mich gerade auch schon. Wünsche, Ziele, Hoffnungen und Ängste. Deine Wünsche, Ziele, Hoffnungen und gegebenenfalls auch Ängste, da liegst du sehr wahrscheinlich. Und das große Monatsziel. Wozu dient dir der Monat? Wohin geht die Reise? Was ist das Ziel? Das Hauptziel für den Fisch. Da darfst du wirklich, ja, Aufbruch. Gucke mal, dein Aufbruch. Da gehst du eine Reise. Ziemlich klar. Das kannst du schon mal feiern. Und deine Herausforderungen, die möchte ich natürlich auch noch gerne wissen. Größte Herausforderungen im November, Seelenkollektiv der Fische. Das ist sehr passend. Oh ja, gucke mal, die Herausforderung könnte wirklich auf emotionaler Ebene sein. Starten wir doch mal mit der Herausforderung, mit der Sonne in deine Kraft zu kommen. Irgendwas scheint dir nämlich hier Kraft zu rauben. So der letzte Schritt, den du vielleicht gehen darfst, eine Entscheidung, die du treffen darfst. Das könnte auch mit anderen Personen zu tun haben. Es ist aber auch gefühlt dein Selbstwert, deine Autorität, deine Authentizität. Vor allen Dingen Herzensangelegenheiten. Hier könnte sich abzeichnen, dass sich tatsächlich eine Beziehung, eine Verbindung, eine Freundschaft herausfordert, die Liebe dich herausfordert. Das kann zum einen ein Thema sein, wo du sagst, es fällt mir schwer oder es ist so ein bisschen belastend auf meinen Schultern, wieder auch in meine Kraft, in die emotionale Kraft zu kommen, an diese Wärme und Geborgenheit wieder zu glauben. Ich habe nämlich auch ganz viel Vertrauen einfach hier wahr. Es könnte sein, dass du wirklich in der Vergangenheit sehr viel investiert hast in Freundschaften oder in Herzensangelegenheiten, in diese emotionale Stabilität. Und da ging es eher auch wirklich so um Recht und vielleicht lagen da auch Ungerechtigkeiten. Generell bist du schon in einer Balance, das sehen wir hier mit der Gerechtigkeit.
dass du hier aus einer Phase quasi jetzt reingehst und wir gehen in den König der Kelche. Guck mal, das ist so ein Match, weil das ist das, was dich herausfordert, ja? Okay, pass auf. Also, irgendwo gab es hier vielleicht auch eine Trennung, einen Richterspruch, wie auch immer, oder ein klärendes Gespräch. Wie ist dieses Gespräch oder was müssen wir zu der Gerechtigkeit hier wissen? Das bist du. Du bist immer sehr, ja, dir ist es wichtig, dass alles wirklich harmonisch ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du hier für Harmonie gesorgt hast und deswegen fällt es dir gerade irgendwo schwer. Irgendwas hat an deinem Selbstwert geknabbert oder gegebenenfalls einfach auch wirklich an deiner Kraft. Deine Energiereserven neigen sich irgendwie gefühlt gerade so ein bisschen, ja, neigen sich so ein bisschen hier in den Akkusparbetrieb. Ja, das kannst du dir vorstellen, wie wenn dein Handy gerade so ein bisschen leer ist und er geht dann in diesen Stromsparmodus, dein Handy. Nicht er, sondern also der Akku. Und jetzt nochmal irgendwo etwas zu investieren. Es kann auch sein, dass dich ein Erfolg in der Selbstständigkeit, auf der Arbeit, irgendwo wieder Mut zu fassen oder so, wirklich in diesen Erfolg reinzugehen, etwas ja dauerhaft auch durchzuziehen. Das nehme ich hier als Herausforderung einfach wahr, nochmal wirklich zu investieren. Schau da mal für dich hin. Mit der Grundenergie König der Kelche kann hier eine andere Person liegen. Aber auch wirklich Gespräche, die dich irgendwo auf emotionaler Ebene einfach auch tief berühren. Hier finden auch Gespräche statt, entweder mit jemandem oder generell auch in dir. Da klären wir natürlich später nochmal genauer, was da liebesmäßig los ist und wie die Entwicklung ist. Hier könnte jemand liegen, bei dem du dir Rat holst, ja? Dass du wirklich sagst, okay, ich brauche jetzt hier wie so einen Mentor an meiner Seite, um in meine Kraft zu kommen. Und da könnte hier eine Person liegen, die dich irgendwie dabei unterstützt, wieder emotional aufzuräumen. Denn hier haben wir auf emotionaler Ebene in der Tat diese Reise, eine spirituelle Reise, eine Weiterbildung. Aber ich nehme hier wirklich so viel Freiheit wahr. Und da könnte es sein, dass du hier einfach in den Austausch gehst oder auch du als Mentor jemandem an der Seite stehst mit all deinen Erfahrungen hier aus deinem Wissensschatz. Dieses unbewusste Seelische, dieses Auf zu neuen Ufern, ich öffne mich jetzt, ich mache mich bereit und fahre so meinen Weg wieder. Und es fährt ja in die Sonne und das ist so deine Herausforderung. Vielleicht da wirklich emotional wieder dich selber zu stabilisieren oder auf ein Level zu kommen, wo du sagst, ich bin mit mir vollkommen fein, ich liebe mich. Mit jeder Zelle, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag fühle ich diese tiefe Verbundenheit. Auch, dass du dir vielleicht gerade selber überlegst, hey, okay, wie kann ich jetzt mit meiner Spiritualität authentisch nach draußen gehen und Menschen irgendwo auch beeindrucken? Wie kann ich jetzt sichtbar werden? Ein erster Schritt in eine gefühlte Selbstständigkeit oder ein Aufbau dessen, das kann ein Thema hier für dich sein. Schau auch nochmal hin, wo versuchst du deine Gefühle zu kontrollieren und darfst so ein bisschen die Kontrolle vielleicht auch ein bisschen loslösen. Was haben wir denn hier? Guck in deinen Gedanken. Ist dieses Abschotten von außen in der Tat wichtig? Denn hier bist du von irgendeinem Thema müde. Vielleicht macht dich jemand müde oder generell, wenn du so nach draußen guckst, die ganze Situation ermüdet dich, was auf der Welt los ist. Es ist diese, ich brauche mal Ruhe im Kopf und ich möchte meine Seele hier entfalten. Das könnte natürlich auch, das ist super spannend sein, dass du sagst, okay, ich schalte jetzt wirklich mal mein bewusstes Gedankenfeld, dieses Zerdenken, dieses Zweifeln, diese Konflikte im Kopf aus, um mich hier diesem Inner Calling mal richtig zu widmen. Was sagt mir meine Seele? Wohin zieht es mich gerade wahrhaftig? Das fühle ich, also das fühle ich hier richtig, da gehe ich richtig mit dir mit und das ist auch als, ja, Ruhe von diesen toxischen Sachen, Ruhe von Neid, von irgendwelchen Verwicklungen, von Verstrickungen. Du bist es leid, hast keinen Bock mehr auf irgendwelche Komplikationen, vielleicht auch Ruhe hier von einem Ex-Partner, Ex-Partnerin, jemand. Ja, wo du sagst, ach nee, komm, ich muss jetzt hier wirklich mal losgehen, aber ich brauche meine Zeit für mich. Könnte auch eine andere Person sein. Mit der Schlange ist es meistens eine Frau, aber es kann ja auch wirklich sein, dass du hier einen Mann hast, der mit weiblichen Zügen einfach auch irgendwo liegt. Es ist die Heilung.
Dein Kopf, deine Gedanken dürfen heilen. Ja, okay. Auf die drei Stäbe ist das der Aufbruch hier in Herzensangelegenheiten, Spiritualität zu dir finden, aus dem Herzen, die jetzt eine gewisse Reise losgehen. Und hier haben wir wirklich auch die Spiritualität, was vielleicht auch genau dein Match sein könnte. Ein Seelenpartner. Es kann auch hier sein, dass du sagst, ey, ich habe jetzt so viel toxisches Geschisse erlebt. Jetzt reicht es einfach und jetzt möchte ich mich mal komplett hingeben mit dem Menschen, der genauso hochschwingend ist, wie du es bist. Und daran zu glauben und irgendwie nochmal Kraft zu investieren in dieses hier, ne, und wirklich dran zu bleiben, auf zu neuen Ufern, diese Übergangsphase, in der du dich vielleicht auch gerade befindest, das, ja, das ist vielleicht so gerade das, was es ein bisschen herausfordernd macht im November. Dann haben wir die fünf Stäbe. Da könnten wir hier so Mitte November sein und das ist wirklich dieses, okay, guck mal, hier zieht der Frieden ein, eine Zufriedenheit, eine Harmonie. Wir haben hier die innere Balance als unterliegende Energie, hier die Balance, die Gerechtigkeit, ja, vielleicht auch eine Waage oder die Waage ist bei dir noch ein wichtiger Aspekt. Aber dann geht es auch wieder genau da rein. Dieses Ich. Schau, das ist so, was haben wir denn als Tipp hier? Ja, bleib klar, sprich deine Wahrheit. Gerade wenn es hier wirklich im Außen immer wieder irgendwelche Konflikte gibt, die die Energie rauben, weil wir haben es hier einfach als Herausforderung, die Sonne. Schau wirklich hin, wie du nur noch deine Energie da rein investierst, wo du für dich klar weißt, hier darf ich jetzt für mich ein- und aufstehen. Und irgendwo gibt es ja auch eine Situation, wo du aus einer gewissen konfliktgeladenen Situation deine Schlüsse ziehst und da wieder etwas erkennst. Irgendwo kommt ja eine positive Klärung. Und gegebenenfalls ist das wirklich dieser, ja, dieser Widerstand. Und dann kommt es zu einem klärenden Gespräch. Du stehst für dich auf. Und dann kommt diese erfüllende, erleichternde Wahrheit auf den Tisch. Ein Durchbruchserlebnis, aber wirklich auch dieser Durchbruch wieder in deine Kraft zu kommen. Kann auch sein, dass das ein innerer Anteil in dir ist, der dich so ein bisschen blockt. Und daran arbeitest du. Und ich sehe dich hier nicht alleine dran arbeiten. Drei Münzen ist immer diese Teamarbeit. Und gleichzeitig ist das auch das, ja, wo du vielleicht auch sagst, boah, ey, fühle mich wie festgefahren, festgefahren mit einem Team, festgefahren mit anderen, mit der Gemeinschaft im Allgemeinen. Aber du zeigst dich hier bereitwillig, auch ein bisschen frustriert, ja. Du schaust dann wirklich hin und ich glaube, du nimmst dir einfach im November auch mal so die Auszeit gewissermaßen, um einfach mal zu reflektieren, wirklich mal auch das Ganze im Außen zu betrachten, dir aus einer anderen Perspektive nochmal gewisse Dinge anzugucken. Und da könnte es auch sein, dass du da diese Widerstände einfach merkst, dass du vielleicht erkennst, irgendwo ist hier auch so ein faules Früchtchen bei mir im Umfeld, was dir einfach nicht gut tut. Ja, und vielleicht ist es, wenn es kein anderer Mensch ist, wo du sagst einfach, okay, diesen Teil in mir, den nehme ich jetzt mal liebevoll in den Arm, damit er ziehen kann. Von außen kommt auch gar nicht so viel hier an Bewegung der Gehängte. Irgendwo verändert sich was oder jemand ändert die Einstellung zu dir oder du zu einer Person, zu einer gewissen Situation. Und es könnte sein, dass du vielleicht gerade auch so ein innerliches, emotionales, ja, so eine Unruhe vielleicht hattest, ja, ich nehme dich schon ein bisschen balancierter wahr und auf einmal kommt hier eine Klärung rein. Das heißt, aus einem Wusel im Außen entsteht aber jetzt wirklich eine Klarheit und auch wiederum eine gewisse neue Perspektive, die sich dir ermöglicht hier. Schauen wir mal mit den Lenormand-Karten auf den Gehängten. Das ist die Transformation, aber auch noch mal von außen wirst du wirklich auch eingeladen, entweder dich von jemandem zu lösen für deine persönliche Freiheit, für eine Veränderung. Und um diese Veränderung zu erzielen, heißt es, etwas von etwas oder von jemandem darfst du jetzt wirklich, ja, Abschied nehmen. Das ist dieser natürliche Loslassprozess. Und das sehen wir hier oben tatsächlich auch nochmal. Dieses Ziel und vielleicht verneinst du irgendwo gerade was, ja.
irgendwo, wo es dir noch schwerfällt, eine gewisse Schuld, die Transformation von Schuld vielleicht sogar. Du kickst aber auch meiner Meinung nach, wie es hier liegt und wie es sich anfühlt, schaust du dir wirklich diese Energie, diesen Energievampirismus an und da machst du dann vielleicht auch einen Break, ja? Einen Break, wo du sagst, das tut mir nicht gut und das hat jetzt wirklich hier keinen Sinn mehr. Königin der Münzen, das ist das Ziel, diese Öffnung. Auch das Bewusstwerden für dich oder beziehungsweise nicht das Ziel, es ist so dein Wunsch, die eigene Stabilität und Sicherheit, Seelenpartner ankommen, sich wieder geborgen fühlen und zwar beginnend bei dir. Es kann auch sein, dass du dich hier irgendwo nach einem gewissen Menschen sehnst. Vielleicht gab es ja auch da wirklich einen Verlust, einen unverhofften und dieser Wunsch einfach nochmal hier in diese Verbindung zu gehen, nochmal. Ja, Liebe, diese Sehnsucht nach Liebe liegt hier halt auch einfach. Und dein Wunsch ist es, auch dich besser um dich zu kümmern, gut auf dich zu achten, mehr Me-Times dir wirklich zu ermöglichen, dich auch wirklich ganz liebevoll im Außen zu zeigen, deine Weiblichkeit zu leben. Dies, ja, das ist eigentlich was Schönes und das könnte dir gleichzeitig auch ein bisschen Angst machen, aber das nehme ich gar nicht so als Riesenthema wahr. Ich nehme es eher als diesen Wunsch wahr. Und das könnte höchstens das Thema Selbstwert sein, dass du ein bisschen Angst hast oder zweifelst an deiner eigenen Persönlichkeit, an deiner eigenen Größe, wenn du nach außen trittst, ja? Oder du darfst dir hier wirklich erlauben, noch liebevoller, noch sanfter, noch weiblicher nach außen einfach auch wirklich aufzutreten und auch im Außen ganz klar hier dieses mit den vier Schwertern, dieses Grenzen ziehen, einfach nach außen hin auch klar zu kommunizieren. Heute sage ich ja zu mir, das darfst du immer sagen, aber vielleicht dann auch mal Nein zu anderen zu sagen, weil deine Zeit natürlich, deine Ruhephasen auch immens wichtig ist. Es kann sein, dass dann hier eine Person liegt, die dann sagt, öh, das finde ich aber jetzt Käse, das finde ich aber jetzt uncool und so weiter und dass es hier zu ein paar Konflikten kommt. Und dann machst du vielleicht auch dann die Schotten dicht, ja? So, das große Ziel, das ist diese emotionale Unabhängigkeit, deinen Weg, deine Fußspuren hier zu hinterlassen, Ordnung zu schaffen, Ordnung zu schaffen mit all den Themen, die dich emotional hier belasten, damit du weitergehst. Das heißt, dieses Auflösen von einer gewissen emotionalen Last, von einer gewissen emotionalen Abhängigkeit, von jemandem, von deiner Vergangenheit, das darfst du jetzt für dich beleuchten. Aber das wird ein transformativer Monat für dich. Und es dient dir natürlich auch, dass du dich hier dem Schicksal hingibst. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ein bisschen die Kontrolle abzugeben. Das wird ein Monat voller Aufgaben, einer Lernaufgabe sein, eine Prüfung und die haben wir auch hier unten tatsächlich liegen. Das heißt, mach dich nicht dicht, verschließ dich nicht vor einer Lebensprüfung, sondern geh wirklich liebevoll und offen damit um, damit du weiterkommst in deinem Leben. Ich gucke mir jetzt in der Erweiterung tatsächlich mal an, in welchem Bereich diese Prüfung für dich fällt und natürlich beleuchte ich auch das Thema Liebe und alles, was noch gesehen werden möchte. Ich werde dir hier an der Stelle schon mal so einen kleinen Spoiler geben. Das heißt, wir schauen mal gemeinsam in die Liebe rein, was sich da schon mal zeigt. Und du entscheidest für dich, ob du dann mit rüber schwappst, wie auch immer, ob du mit rüber kommst in den Mitgliederbereich und Mitglied wirst, wenn du es noch nicht bist. Deswegen schauen wir mal. Seelenkollektiv der Fische, was ist wichtig? In der Liebe zu wissen. Die Liebe. Guck mal, und da ist wirklich ja Ruhe im Karton. Zumindest Ruhe im Karton, was Ängste angeht, vielleicht auch Schattenthemen. Oha, was ist denn hier los? Halleluja. Eine große Chance liegt hier schon mal unterliegend. Hatten wir eben die 10 Kelche. Das heißt, die Erfüllung, ein Happy End, schwingt mit. In der Tat auch. Eine sehr, sehr große Chance auf ein Gleichgewicht in einer Partnerschaft oder in einer neuen Partnerschaft. Dazu sind ein paar Schritte notwendig. Und hier wird es mal richtig spannend. Radikales Ende. Und das ist für mich wirklich das Ende von gewissen Ängsten und Zweifeln, aber auch von toxischem Verhalten, eigene Gedankenmuster. Und jetzt verstehe ich, warum dein Kopf mit den 4 Schwertern hier eben schon lag. Dass da wirklich mal Ruhe im Karton sein darf.
Denn vielleicht sind deine Ängste so laut, was deinen Selbstwert angeht, oder diese Abhängigkeit nach permanenter Aufmerksamkeit im Außen könnte hier ein Thema sein. Hier haben wir auch noch Schuld und Scham, sich wirklich zu zeigen. Das heißt, erst einmal geht es hier wirklich ans Eingemachte, für dich in der Ruhe reflektieren, aber hier liegt jemand Neues und da gehe ich jetzt in der Erweiterung tiefer drauf ein. Es bleibt spannend für dich. Mein Tipp ist auf jeden Fall schon mal, wenn du nicht mit rüber kommst, reflektiere, schau, was du loslassen kannst, weil dein Kopf braucht ein Upgrade. Deine Gedanken und auch vor allen Dingen Verhaltensmuster. Und das erreichst du, wenn du dich von etwas hier distanzierst. So, alles weitere im Mitgliederbereich. Bis gleich.